Eine Möglichkeit, sich persönlich in Google Drive zu organisieren, bieten die Arbeitsbereiche. Diese findest du, wenn du in der linken Seitenleiste auf Priorität klickst. Im oberen Bereich siehst du einige Dokumente und Dateien, die du zuletzt oder sehr häufig aufgerufen hast, um so schnell auf diese wieder zugreifen zu können, egal in welchen Ablagen und Ordnern diese liegen. Darunter befinden sich die Arbeitsbereiche. Arbeitsbereiche ermöglichen es dir, verschiedene Dokumente und Dateien, die sich an unterschiedlichen Orten im Google Drive, wie zum Beispiel deiner eigenen Ablage oder verschiedenen geteilten Ablagen befinden, an einem Ort für dich persönlich zu bündeln. Das ist zum Beispiel hilfreich für Aufgaben, die regelmäßig anfallen, oder für kleinere Projekte, für die du auf verschiedene Dateien und Dokumente zugreifen musst, die über das Drive verstreut zu finden sind. In diesem Beispiel habe ich schon einen Arbeitsbereich angelegt und diesen Abrechnungen genannt, da ich monatlich eine Abrechnung machen muss und keine Lust habe, mir immer wieder alle Dokumente, die ich dafür benötige, neu zusammenzusuchen. Wie du siehst, befinden sich hierin schon verschiedene Dokumente. Maximal 5 werden direkt angezeigt, du kannst aber alle weiteren einsehen, wenn du unten auf weitere Dateien anzeigen klickst. Insgesamt kannst du maximal 25 Dateien in einem solchen Arbeitsbereich hinzufügen. Willst du einen neuen Arbeitsbereich erstellen? Klicke auf den Erstellen-Button und gebe ihm einen passenden Namen. Als nächstes kannst du die Dateien und Dokumente hinzufügen, die in diesem Arbeitsbereich angezeigt werden sollen. Klicke dazu auf Dateien hinzufügen. Nun kannst du über die Seitenleiste rechts die gewünschten Dateien aus dem Google Drive zusammensuchen und hinzufügen. In diesem Fall will ich einige Dokumente hinzufügen, die in den verschiedenen Ordnern in der geteilten Ablage Marketing liegen. Klicke ich eine Datei oder ein Dokument an, kann ich dieses durch Klicken auf Einfügen dem Arbeitsbereich hinzufügen. Oben rechts kann ich dann per Klick auf Dateien hinzufügen, weitere Dateien hinzufügen. Zum Schluss klicke ich einfach auf Fertig und nun befindet sich dieser Arbeitsbereich neben meinem bereits angelegten Arbeitsbereich Abrechnung und ich kann einfach und schnell auf diese Dateien per Doppelklick zugreifen. Auch kann ich mit einem Rechtsklick auf eine Datei in einem Arbeitsbereich die gleichen Optionen öffnen, die ich auch öffnen kann, wenn ich dieses Dokument an seinem ursprünglichen Ort anklicken würde. Wichtig zu verstehen ist, dass das Dokument nur in meinem Arbeitsbereich ähnlich einer Verknüpfung auf dem Desktop eines PCs angezeigt wird, aber weiterhin an seinem ursprünglichen Ort liegt. Will ich zu diesem Ort gelangen, kann ich per Rechtsklick und dann auf Speicherort der Datei anzeigen, automatisch zu diesem Ort im Drive springen. Ich kann auch umgekehrt, wenn ich zum Beispiel in meiner Ablage oder in einer geteilten Ablage unterwegs bin, hier einen Rechtsklick auf ein Dokument oder eine Datei machen und diese dann von hier aus einem meiner Arbeitsbereiche hinzufügen. Per Klick auf das 3-Punkte-Menü eines Arbeitsbereiches kann ich diesen jederzeit umbenennen. Weiterhin kann ich ihn ausblenden, wenn ich beispielsweise mehrere Arbeitsbereiche besitze und einen davon nur sehr selten benötige. Dann wird dieser nach unten in den Bereich ausgeblendeter Arbeitsbereiche verschoben und kann auch von hier wieder nach oben eingeblendet werden. Benötige ich einen Arbeitsbereich überhaupt nicht mehr, kann ich diesen auch einfach löschen. Die Dateien und Dokumente, die im Arbeitsbereich angezeigt wurden, werden dabei nicht gelöscht.